Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. Ist ja auch mal wieder eine Weile her, dass wir uns das Gerülpse von dem Typ angehört haben. Aber ich habe ja jetzt endlich den Gedankenbogen. Darum, wo ist er? Auf den Artemis einstellen. Fliegen wir mal in das System, wo der auf uns wartet, sozusagen. Im Moment wartet ja bloß seine Grabstätte auf uns. Und während wir dahin fliegen, gibt es eigentlich etwas Trauriges zu berichten, denn Vidme wird zugemacht am 15. Dezember. Was ich ein bisschen schade finde. Die Begründung, habe ich mir auch mal durchgelesen, ist eigentlich die, dass sie auf die Content Creator eingegangen sind. Viel eher als auf die Sponsoren, sag ich mal. Denn eigentlich wollten sie eine creator-freundliche Plattform erschaffen. Nur leider hat es nicht ganz geklappt, weil ohne Sponsoren, die hier Werbung auf Vidme schalten, geht es schlecht. Aber da die halt so ein bisschen Datenkrake mögen und hier kundenbezogenes Blabla und so, haben die halt gesagt, nee, mit euch schaffen wir nicht. Was ich ein bisschen doof finde, weil so war die Plattform eigentlich ganz cool. Das Dumme ist halt, dass man das direkt auch an YouTube merkt, dass die halt eher, naja, seit sie bei Google sind oder von Google gekauft wurden, der Creator steht hinten an. Und man muss gucken, dass man Sponsoren kriegt, Leute kriegt, die da Werbung schalten und überhaupt. Dadurch ist halt jetzt Vidme gezwungen, die Server abzuschalten, weil sie nicht genug Einnahmen haben. Aber das Gute ist, die sind schon dabei, sich eine neue Plattform zusammenzubasteln. Und da warte ich mal drauf, was dabei noch passiert. Denn das würde ich gerne mal wissen, was sie da jetzt dann basteln. Und hoffentlich wird es dann erfolgreich. Auf jeden Fall bin ich dann dort auch wieder mit dabei. Ich fand die Plattform nämlich wirklich cool. Ich habe nämlich am Samstag Mirror's Edge dort hochladen wollen, weil das kommt ja hier auf YouTube und es kommt auf Vidme oder kam auf Vidme. Habe ich da samstags mich eingeloggt, wollte es hochladen, dann kommt, we don't accept any uploads anymore. Ich denke mir so, was ist da los? Und dann konnte man sich das halt durchlesen. Und wie gesagt, das ist echt einfach nur, weil sie halt die Plattform nicht mehr halten konnten, weil keiner mit ihnen arbeiten wollte. Sie haben zwar Werbung gehabt, aber das waren halt so Browser-Games und so ein Zeug. Und da kommt wahrscheinlich nicht viel rum. Und die großen Dinge, wie jetzt auf YouTube zum Beispiel, so Game-Trailer und was weiß ich, was da als vor den Videos kommt, das haben sie halt nicht gekriegt, leider. Und ich find's echt schade, dass das so passiert ist. Jetzt wollen wir doch nur hoffen, dass da dann was Gescheites rauskommt, wenn sie die nächste Plattform raushauen. Das mal so dazu. Jetzt gucken wir mal, was der Artemis hier sagt, oder der Apollo. Mal schauen. Und ich erwarte ein paar Kommentare, was ihr dazu sagt. Das war echt eine coole Plattform. Ja, Signalübereinstimmung erkannt. Und jetzt? Nicht dieser Planet. Ah, okay. Hä, hab ich den... Okay, den Gedankenbogen habe ich noch. Das ist seltsam. Die andere Sache ist, warum jetzt auch keine Videos kamen wieder übers Wochenende und so.
Ich war halt auf dem Geburtstag. Und wenn ich die Wahl habe, zwischen auf dem Geburtstag vom Verwandten und Bekannten zu gehen, dann mache ich lieber das als ein Video. Ist, glaube ich, aber auch verständlich, oder? Ah, Strahlungsschutz stabilisiert sich. Das ist auch super geil. Dann lassen wir mal loslegen hier. Oh, ich brauche Plutonium. Wenn man das so einsammeln könnte, wäre es geil. Einfach mal so ein bisschen Oberfläche des Planeten perforieren und fertig. Alter. Okay. Parabeln wir mal wieder. Denn irgendwie dauert mir das zu lang. Okay, dauert immer noch zu lang. 2 Stunden Flug. Sage mal. Hoffentlich kommt jetzt nicht feindlicher Subraumscan erkannt wegen dem Gedankenbogen. Könnte sein, dass der wertvoll ist. Im Boost zu steuern ist echt kacke. Immer noch. Da könnte echt mal ein Update kommen. Fitz. Mal gucken. 6 Stunden. 7 Stunden. Do a Barrel Roll. Ja. 4 Minuten, das passt schon eher. Hat er jetzt da drauf gezielt? Ich hoffe es doch. Nicht genügend Treibstoff. Jawohl, Eisen. Ich treffe nicht. Verdammt. In den Booster rumzufliegen ist echt eine Kunst für sich. Jetzt bin ich aus dem Asteroidenfeld raus. Und ich hab 9 Eisen. Wow, geil. War so klar. Ah, das wird sogar angezeigt, wie lange der braucht zum Scannen. Jawohl. Fehlgeschlagen. Zum Glück war ich nah genug am Planet dran. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Dauert immer noch 1 Minute. Das ist ja super geil. Es dauert ja länger, als ich jetzt weg war auf dem Geburtstag. Aber jetzt bin ich erstmal wieder hier und kann aufnehmen. Und wahrscheinlich länger als mir lieb ist, denn ja, halber Meter Schnee ist schon geil. Bloß wenn man irgendwo hinfahren muss, ist der nicht so gut. Wenn man sich erstmal eine Dreiviertelstunde den Weg aus der Garage freischaufeln muss. Vor allem dann, wenn die Zufahrt vom Flug zwar freigemacht wird, aber der den ganzen Scheiß vor die Garage kehrt. Naja. Ich eigentlich genug essen? Naja, ich glaube schon. Sollte 1 Woche lang gehen. Ich gucke nämlich jetzt momentan, dass ich mehr so 7 Schläfer spiele und so wenig wie möglich rausgehe. Außer mal ein bisschen auf die Terrasse und die super tolle Aussicht von 2,10 Meter genießen, weil überall Nebel ist und ich nur bis zu dem Gebüsch am Ende meiner Terrasse sehen kann. Voll geil. Meine Mutter hat zwar gemeint, hey komm, bei dir kann man bestimmt geil an Silvester rumstehen und die Raketen angucken, aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Hä? Okay. Oh oh, jetzt habe ich unter dem Ding gelandet. Hab ich unter dem Ding gelandet? Und warum habe ich jetzt Schaden gekriegt? Hä? Seltsam. Das hatte ich letztens auch. Da bin ich. Nee, was habe ich denn da gemacht? Ah, genau. Hab das Spiel gestartet. Hab den Spielstand geladen.
Und ich habe ja meinen Speicherpunkt direkt neben der Tür bei meiner Basis. Und ich lade das. Ich komme in meiner Welt an, also jetzt hier so. Und fliege dann plötzlich so 5,60 Meter in der Abgrund, direkt auf die Rampe vor der Tür. Und erstmal Hälfte von meinem Schild weg. Ich so, was ist das für ein Scheiß? Zum Glück passiert das nicht jedes Mal. Guck mal, der Artemis. Na, guck mal, ob der jetzt hier. Kann ich dem jetzt das geben eigentlich? Artemis trösten. Ja, bringt ja nichts, wenn er nur eine Aufzeichnung ist. Okay, ich kann den Gedankenbogen hier benutzen. Ich habe doch da sein Grab gefunden und habe gedacht, ich muss jetzt zu seinem Grab dahin. Und da seine Gedanken rausholen. Wieso bin ich jetzt auf so einem komischen Turm? Na egal. Ich aktiviere den Gedankenbogen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Eine Art wilde Vorstellung aus Licht, eine Läuterung, nach deren Ende Artemis in Fleisch und Blut vor mir steht. Und dann metzelt er mich nieder. Und doch nicht. Aber das ist nicht der Fall. In dem Moment sehe ich sein Hologramm und im nächsten Moment ist es weg. Das Signal des Fremden, der mir diese Baupläne gegeben hat, ist immer noch aktiv und winkt mich zu sich. Weggehen. Ja. Toll. Ja. Oh, es winkt mich zu mich, zu sich. Ich geh mal weg, tschüss. Hab keinen Bock mehr. Ach so, stimmt ja. Das war nicht Apollo, das war voll die Null. Rumpelt hier das Ding da auf einmal aus dem Boden raus. Hey, was soll das? Und mal gucken. Wahrscheinlich darf ich jetzt wieder irgendeinen Scheiß sammeln. Mal gucken, was er will. Die Reisenden waren ein Traum, eine Vorstellung. Dass wir uns treffen und mehr werden würden, als wir eigentlich sind. Artemis hatte diesen Traum. Du hattest ihn. Apollo hatte ihn auch. Obwohl er es verheimlichte. Selbst ich hatte diesen Traum vor langer Zeit. Es gibt mehr von uns, als du denkst, mein Freund. Und sie alle erkunden Welten und sehen sich nach Freundschaften. Niemand möchte wirklich allein sein. Aber je näher man anderen kommt, desto mehr riskiert man, sich selbst oder sie zu verletzen. Okay. Das größte Geheimnis des Universums hat nichts mit Glas, Äonen oder Vorfahren zu tun. Es ist diese letzte Handlung, die Entscheidung, jene zu verlassen, die dich brauchen. Das ist die Ursünde, die Grundlage der Existenz selbst. Fliege zu den Sternenreisender. Deine Freunde erwarten dich. Sie werden dir helfen, dem armen Artemis Frieden zu bringen. Kehre zurück, wenn du fertig bist. Wir haben viel zu besprechen. Tschüss. Wir haben viel zu besprechen. Ich gehe weg. Und jetzt? Muss jetzt wieder das Ding hier voll labern, oder was? Nö. Hä? Die Antworten könnten in den Sternen warten. Das kommt mir irgendwie so vor, als ob das so eine Mission ist, so nach dem Motto: Hey, da könnte man ein Multiplayer-Spiel draus machen, aber es funktioniert nicht. Deswegen sind die anderen immer so weit wie es geht weg. Das heißt, ich kann kein Guardian of the Galaxy werden. Das ist ja voll doof. Und jetzt kann ich wahrscheinlich nicht starten, weil ich keinen Treibstoff mehr drin habe. War ja klar. Strahlungsschutz stabilisiert sich. Kann es nicht einfach hier die Strahlung nehmen, die hier auf dem Planeten herrscht? Muss ich jedes Mal hier Plutonium sammeln? Irgendwie war der Strahlensound gerade weg. So. 114 Plutonium. Ich denke mal, das reicht zum Starten.
Und wahrscheinlich, sobald man. Ja, ja, ist ja gut. Und sobald wir wahrscheinlich im Weltall sind, kommt eine Übertragung. Na los. Ich hab gedacht, ich krieg jetzt eine auf den Deckel, weil ich hier unter dem komischen Turm gelandet bin. Aber anscheinend ja doch nicht. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass man für den Booster und für die normale Geschwindigkeit braucht man keinen Treibstoff. Das finde ich ein bisschen seltsam, gerade bei dem Spiel. Die Startschubdüse, hau ab, 10 Kilometer Plutonium muss man sammeln. Hä? Aber zum normal rumfliegen braucht man das nicht. Aber gut, ich glaube, das wäre noch beschissen, wenn man für jeden Furz hier sammeln müsste, was man sowieso schon fast muss. Jetzt gucken wir mal hier. Spezialist Polo. Halt, Fremder! Wer ist da? Wir sind zu deiner Position unterwegs. Identifiziere dich oder lebe mit den Konsequenzen. Wir meinen es ernst. Wir sind keine Lügner-Gang. Wieso bin ich ein Fremder für dich? Mit dem Gag stehe ich doch schon voll gut. Die Entität scheint feindlich zu sein, aber trotz ihrer Androhung von Konsequenzen glaube ich, dass sie nur blufft. Sie sieht weder nach einem Krieger aus, noch warnt mich mein Schiff vor einer Gefahr. Oh, das ist voll der Lutscher. So. Ich gebe mich als Reisender aus, auf der Suche... Was? Ich gebe mich als Reisender auf der Suche nach Hilfe zu erkennen. Ja gut, falsch gelesen. Und sorge damit dafür, dass der Gag auf den Bildschirm des Kommunikators späht. Er scheint sich nicht sicher zu sein, ob er mir vertrauen soll. Dafür muss ich ihm erstmal 2000 Kaktusfleisch bringen. Oder auch nicht. Nach einem kurzen Moment informiert mich der Gag, dass er bald bei mir sein wird. Er hofft, dass ich in Frieden komme. Schau wieder so einer und dann kommt er im letzten Moment wieder nicht. Pass auf. Ach, ist es der hier aus dem... Ah, hier ist der da. Ach so. Das ist der Typi aus diesen Anomalien. Alles klar. Hey, dann kann ich auch zu dem komischen Priester gehen und mir wieder so einen Weg zum schwarzen Loch zeigen lassen. Was mir jetzt voll nichts bringt, weil ich ja die ganze Zeit die Mission machen muss, damit ich überhaupt vorankomme. Naja, vorankommen. Wo ist hier der Eingang? Mach ich mir mal die Tür auf. Hallo. Bin ich jetzt blöd oder was? Ist das da der Eingang? Ich weiß das nie. Diese komischen Pokebälle da haben immer zwei so komische Knubbels, wo man... Okay, das ist er nicht. Alles klar, einmal außen rum bitte. Dann muss ich wohl von der anderen Seite rein. Nee. So. Aber hier müsste es sein. Ah, Tatsache. Oh, guten Tag. Hallo? Wieso? Ah, jetzt. Seltsam. Wenigstens hat es mich nicht weggehauen. Weil normalerweise, wenn man in so einen Strahl reingeht und man will da dran docken, dann haut es einen entweder 10 Kilometer weg von dem Ding oder ich weiß nicht. Er saugt einen nicht ein, so wie es jetzt gerade war. Weltraumanomalie betreten, Ziel erreicht. Versteht es nicht? Der da hat doch gerade mit mir gequatscht. Wieso muss ich jetzt mit dem da labern? Egal. Erstmal mit dem labern. Aha, Nada möchte mit dir sprechen, Fremder. Ich weiß nicht, wie du unser Zuhause zu diesem System geführt hast, aber ich hätte nie damit gerechnet. Ich habe noch nicht mal geduscht. Tschüss. Du stinkst. Boah, zum Glück kann man hier nirgends runterfallen. Jetzt mal her. Experiment 5V. Sieht irgendwie cool aus. Was haben wir her denn, Bolle? Neues Multiwerkzeug. 1,9 Millionen.
Was hat mein altes? Okay, hat 23. Es hat mehr Plätze und ich müsste hier wieder den ganzen Scheiß einbauen. Außerdem hat es nur 21 Plätze. Dafür ist der Schaden schon mal höher. Neues Multiwerkzeug. Wert 4.100.000. Wieso muss ich dann nur 1,9 zahlen? Weil ich das alte im Tausch abgebe, oder was? Ich habe doch aber gar nicht so viel für das Ding gezahlt. Also warte mal, ich habe gar nichts gezahlt. Das hat mir ja der eine Korvax. Nee. Phyken hat mir das gegeben. Genau, ein Phyken war's. So, was willst du? Ist es Reisender? Ist es Erster oder Letzter? So oder so, ein Vergnügen. Irgendwie fehlen da so ein paar Füllwörter, kann das sein? Außerdem, ich bin Erster, ich bin nicht Letzter. Ich bin Priester Entität Nada, anderer, was andersartiger Korvax. Aber Entitäten müssen Geheimnisse bewahren. Ja? Naja, okay. Das elektronische Wesen starrt mich durch seine dunkle Maske an. Ich werde das Gefühl nicht los, es irgendwo schon mal getroffen zu haben. Ah, du, ich auch nicht. Es könnte sein, dass der vorm Update ein paar Mal mit mir gelabert hat. In der gesamten Station ist eine seltsame und nervenaufreibende Frequenz zu hören. Nada sagt mir, dass wir am Ort zwischen den Welten sind, im Herzen der Anomalie. Ah, solange die Frequenzen nicht nervig sind und irgendwie Ohrensausen oder Shadowwave verursachen. Er erklärt, dass er über eine versteckte Frequenz ein Signal empfangen hat, das ihn zu diesem System führte. Na, dann quatschen wir ihn halt über die Reise voll. Weiß zwar nicht, was es damit zu tun hat, aber naja. Ich sage Nada, dass ich ein Reisender bin, der nach Hilfe sucht, dass ich durch ein Portal gekommen bin, um einen Freund zu retten. Ja, aber wir sind ja aus dem Portal wieder rausgeschmissen worden. Hä? Egal. Als ich das Portal erwähne, beginnen die Lichter auf Nadas Maske zu zucken. Die schwurbeln da schon die ganze Zeit so komisch rum. Was hat Reisender gesagt? Ah, der Depp hat gar nicht zugehört, oder was? Was hat Reisender gesagt? Oh, nix. Oder Portal 1 und 2. Gerade deswegen 1 und 2, weil er es zweimal sagen musste. Ich erkläre, dass ich ein Portal aktiviert habe und so hergekommen bin. Nada wirkt erschrocken. Was hat Reisender im Durchbruch gesehen? Eine ziemlich komische Welt mit viereckigen Dingern und so. Was hat er dich gesehen? Hat dich der Atlas gefunden? Bitte, du darfst nicht dorthin zurückkehren. Ich weiß nicht, ob der Atlas mich gefunden hat. Ah doch, der hat mich gefunden. Der hat mich ja, nachdem ich da von diesem Portal weg wollte, direkt mal zu sich geholt. Nada erschreckt noch mehr, als ich ihm von meiner Begegnung mit dem Atlas-Terminal erzähle. Er beginnt, mich mit seinem Helmvisier zu scannen und nach etwas, das er Wildheit nennt, zu suchen. Als Nada seinen Scan beendet hat, beruhigt er sich endlich. Er fragt, warum ich hergekommen bin. Ich bin ja gar nicht hergekommen, ihr seid zu mir gekommen. Ich erzähle Nada, dass ich die Überreste von einem Reisenden namens Artemis dabei habe, einem Entdecker, der sein Leben verlor, als er versuchte, andere seiner Art zu finden. Ach, ich schlepp da jetzt einfach so eine Leiche mit mir rum, oder was? Wieso sagt mir das keiner? Ich bin gerade dabei, die Leidenschaft des Gedankenbogens zu erklären. Die Eigenschaften, die Leidenschaft. Zu erklären, als Nada ihn berührt und die Lichter auf seiner Maske heller leuchten als je zuvor. Jetzt verwandelt er sich in Artemis, oder was? Doch nicht. Es ist Echo. Ich hätte nie gedacht, die Seele eines Reisenden zu sehen. Du bist so schön. Ha, Dankeschön. Artemis, Echo leidet und ist getrennt, Reisender. Wir können ihm helfen, aber dafür muss eine Entscheidung getroffen werden. Artemis, Echo wird nie wieder einen Körper haben. Wird nie wieder etwas entdecken. Sein altes Leben für immer vorbei.
Machen wir es doch wie bei Futurama, machen das in so ein Kopfglas-Ding rein und dann nehme ich den mit. Dann kann er auch Zeug entdecken. Na toll, jetzt darf ich wieder entscheiden, hey. Du musst entscheiden, lade ihn in die Maschine hoch, wo er in einer Simulation weiterleben wird. Oder hilf Artemis Echo, sein Leiden zu beenden. Nach der Simulation fragen, fragen, ob es einen anderen Weg gibt, sagen, dass du dich entschieden hast. Also wenn ich sage, ich habe mich entschieden, beenden wir sein Leiden, schätze ich mal. Da lade ich ihn in diese Subsimulation hoch. Und einen anderen Weg. Komm, hier. Ich hau den in so eine Simulation wie bei Fallout 3. Ich frage, wie das Leben in der Simulation aussehen würde. Nada hält für einen Moment inne und starrt mich seltsam an. Und das weiß ich auch nicht. Wie Nullen und Einsen. Nada sagt mir, dass sich Artemis immer noch über die Dinge erfreuen würde, die er erlebt. Aber wenn er von seinem Schicksal erfahren sollte, dass er allein und nicht mehr real ist, keine Freunde mehr treffen kann, dieses Wissen könnte ihm große Schmerzen bereiten. Du musst entscheiden. Lade ihn in die Maschine hoch, wo er seine Subsimulation weiterleben wird. Oder hilf dem Artemis Echo sein Leiden zu beenden. Ja, komm, hier. Ich habe mich entschieden. Geh und sprich mit Polo. Er wird dir helfen, die Maschine zu kalibrieren. Egal, wie du dich entschieden hast. Ja, dann hau rein. Was auch immer du tust, Reisender, ich werde helfen. Okay. Jetzt noch schnell hier zu dem. Machen wir so. Wenn ich zu blöd bin, eine Treppe zu benutzen. Hallo. Falscher Knopf. Hey. Nada hat mir gesagt, was du tun musst. Du sollst wissen, dass wir dich unterstützen, neuer Freund. Egal, wie du dich entscheidest. Die Anomalie hat viele Räume und viele Geheimnisse. Eins davon offenbart sich mir, eine ruhende Maschine, die jetzt aktiviert wurde. Weggehen. Oh, warte. Ist das hier das Ding da drinnen? Hey, Tatsache, das ist das Ding, wo ich mich schon mal gefragt habe, was das ist. Das war aber vor dem einen Update. Das Ding hatte ja keine Funktion. Kann ich da jetzt lauter Reisende reinladen, oder was? Autorisierung der Priesteridentität entdeckt. Sekundäre Simulation 5 aktiviert. Die Maschine ist uralt und mächtig. Ein Relikt einer Welt, die vor langer Zeit zerstört wurde. Während ich vor ihr stehe, erzählt mir Nada von ihrem Ursprung, davon, wie 1000 Entitäten starben, um vor der Zerstörung des Korvax Primus zu bewahren. Sie ist eine Simulation eines Sonnensystems, ein Gebet für den Atlas. Nada erklärt mir nicht, wie eine Simulation als Gebet dienen kann. Aber diese Maschine, dieses falsche Sonnensystem, es wird Artemis als Heimat dienen, sollte ich das wollen. Artemis sterben lassen, dann lade ich ihn lieber hoch, oder? So, mal gucken, was passiert. Ich lade Artemis in die Simulation hoch und ein blauer Blitz zuckt vor mir durch die Luft. Nach einem Moment verschwindet er in den Tiefen der Maschine. Weggehen. Nicht mal Tschüss sagen kann man, oder was? Nada sagt mir, dass er erledigt ist. Es erledigt ist. Um meinetwillen gestattet er Übertragungen in und aus der Simulation heraus. Zumindest solange die Station sichere Systeme. Alter. Zumindest solange die Station sichere Systeme durchquert. Er wünscht mir viel Glück für meine Reise und sagt mir, dass Artemis etwas Zeit brauchen wird, um sich an sein neues Leben zu gewöhnen. Okay, das heißt, ich kann jetzt da in die Simulation reinhopsen, oder was? Ich meine, ich hätte jetzt auch hingehen können, die Folge beenden können und sagen können, ey, entscheidet mal, soll ich ihn sterben lassen oder soll ich ihn hochladen? Aber ich habe ihn jetzt einfach mal hochgeladen. Einfach, weil ich Bock drauf hatte. Weil mich interessiert, was dann da passiert. Der erste Reisende spricht mit Null. So schwer damit der Null labern, oder was? Okay. Gibt
Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö. Okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, was die Null von mir will. Und ob wir den Artemis dann nochmal irgendwann sehen. Aber ich schätze mal schon, wahrscheinlich bei jeder Anomalie kann man dann mit dem quatschen. So, hey, was hast du alles entdeckt? Ah, ich habe hier einen tollen Stein gefunden. Oder so. Und was die Null will, habe ich keine Ahnung. Müssen wir in der nächsten Folge gucken. Allahop. Bis denn.